Hallo hier bei Kung Fu Fitness Snackbite. Herzlich willkommen bei Waldischmei Dojo. Den Fehler vom letzten Waldischmei Dojo habe ich gelernt, so schnell wie möglich Kampftechnik rauszuhauen, nicht ewig lang umeinander latschen. Dann wurde die Sache auch mehr angeklickt. Und ich möchte dann auf ein gewisses Thema kommen, wo ein bisschen um vorher gesucht, um Stress geguckt hat. Ich finde es immer schade, dass die Leute, wenn sich zwei andere Leute sich nicht verstanden, eher anspringen, weil wenn man eine schöne Waldlandschaft zeigt. Und der Nebel ist so göttlich, dass ich gesagt habe, dann muss ich am unter der Woche was drehen. Und ich habe gesagt, ich will mehr Auto bringen, aber wenn du auf den Kristallmensch reagierst, halt so, da bist du halt. Das musst du in der Wohnung machen. So. Ganz kurz Landschaftszeug, irgendwie bekommen das, aber sollte man ein bisschen Action raushauen. Und das machen wir auch jetzt. Ja. Schön, wie das alles aussieht. Euer Kung Fu Commander. Lieferung ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ja. Der Clip soll einem guten Gunrunner ehren. Gunrunner, du bist ein super Typ, Ehrenmensch. Der hat sich vor mir eingesetzt, als der andere so missglückte Hall of Fame gemacht hat. Und meine, also der Marcel meine ich nicht damit, weil der Marcel hat der Hall of Fame bei mir gemacht, die war perfekt. Die war super. Die war so, also mir echt zu Trainer gehört, was der für Hall of Fame gemacht hat. Ich meine einen anderen, ich meine den Shoggy Boy, der hat der missglückte Hall of Fame gemacht gegen mich. Und ich fand es geil, dass sich der Gunrunner sich für mich eingesetzt hat, so soll auch Kameradschaft funktionieren. Da setzt sich der andere für der andere ein. Und ich weiß, dass der bei der Shoggy Boy da bei einer anderen Gruppe ist, die auch schon mal rumgejammert hat, als man ihre Kampftechnik schlecht gefunden hat. Und da muss ich auch noch sagen, zurecht geschumpfen, weil die Kampftechnik, die rausgehauen haben, von Peter und Daniel, die sind perfekt. Also denen sind zu Unrecht kritisiert worden, zu Unrecht hat man denen auch Plätzchen geschrieben. Weil der Daniel und der Peter kennen uns Chatkunde nicht perfekt machen und wissen, was reale Selbstverteidigung ist. Und der Daniel ist auch ein positiver Charakter. Also mit dem kannst du auch, ist ein richtig sozialer Mensch. Und aber jetzt finde ich es halt schade, dass es halt umgedreht wird. Und natürlich habe ich das Recht auch zu sagen, wenn über mich Blödsinn geschwätzt wird, und ich wollte eigentlich das Thema beruhen lassen, aber jetzt wird sie, weil er hat ja gesagt, in Kamera, wenn ich Waldisch mein Dojo angucke und der Timo kommt keinen hohen Kick, dann ist ja klar, dass das dem seine Meinung ist. Jetzt tut man sich halt wie die Maid im Speck wenden und sagt halt, ich habe nur gesagt, was andere sagen, das ist nicht meine Meinung. Am letzten wird es ja in der Hall of Fame klarstellen sollen und jetzt sagt er, die andere sagt, Timo kann keinen hohen Kick zum Beispiel oder möchte keine gute Bruchtests. Ist die Meinung von der anderen, die total falsch ist, weil der Timo kann gute Bruchtests machen, weil der Massivholz da ist schlecht. Timo beweist ja pro Clip, dass er einen hohen Kick machen kann, dann wäre es ja klar gewesen. Ja, aber das hat so eine Auflösung hat es ja nicht gegeben. Du hast das so gesagt, als wäre es deine Meinung. Ja. Und von dem fand ich gut, dass der Gunrunner sich da eingemischt hat. Das, was der Gunrunner beherrscht, beherrscht der andere nicht. Kameraden, Freunde haut sich nicht gegenseitig von und verpfeifert sich auch gegenseitig nicht. Nicht, sondern die standen zusammen. Kameraden standen zusammen und die hauen sich nicht in Pfanne und die verpfeifen sich auch nicht gegenseitig. Ja. Da meine alte Knochen wieder. Hey. Der Altbaum. Ja. Also ich kann schon hohe Kicks. Also. Und es ist auch so, ich habe das gelesen und nicht verstanden.
Weil ich gucke aus meinem Dschungeltellerrand raus und will auf einen anderen Stil mir was zueignen und da wird trotzdem drüber gelästert. Habe ich schon gesagt. Der Gegner auf der Straße ist dein Feind. Der Gegner auf der Straße oder im Wettkampf ist dein Feind. Der, wo im Internet lästert, ist dein Feind. Und der Feind verdient keine Gnade. Jetzt können wir ein bisschen rumlaufen. Da waren wir ja schon. Und deswegen denkt er ja, ein bisschen was rausgehauen. Wie schon gesagt, ich kann ja euch kicken, aber man kann in dem Bereich sich noch verbessern, sich verfeinern. Da gibt es Bereiche, die kann ich sehr gut, wo man mich auch noch steigern kann. Da gibt es Bereiche, da muss ich mich noch entwickeln. Da gibt es halt Bereiche, da muss man halt noch was dazulernen. Aber wenn einer sagt, der kann schon alles, dann ist das in den meisten Fällen eigentlich wahrscheinlich verlogen. Ja. Und ich finde es so idyllisch mit dem Nebel. Ja. Und ich sage, die Waldlandschaft ist genauso wichtig wie die Kampftechniker. Und deswegen finde ich schade, wenn Wald ist mein Dojo so schlecht angelegt ist in letzter Zeit. Guck dir mal den Saber an. Langsam Kameratechnik. Ganz langsam. Da habe ich auch letztes Mal zu schnell, manches Steller dreht. Da war letztes Mal der Hund draufgekommen, weil wir nicht traut haben zu filmen, obwohl das so süß war. Ja. Das Baumlager, die baut es wahrscheinlich weiter, finde ich super. Ja. Den Marsch hat rein. Oben kommen ja noch mal andere zwei Baumlager. Finde ich cool, wenn die Leute das machen, sowas. Ja. Der Kordel regt mir auf. So. Das ist toll. Da ist ein Tier drauf. Das lagern wir. Weil das Tier will jetzt nicht belästigen. Dann machen wir da aus dem keinen Bruchtest. Aus dem, da ist kein Tier drauf, können wir einen Bruchtest machen, wenn es funktioniert. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie das jetzt machst. Lol, weil das Problem ist, du brauchst einen guten Untergrund. Untergrund ist alles. Ja. Auf nichts dahinter ist. Guck, der Sprache. Ja. Und das war Steu, also, oder ist Steu. Ja. Das ist kein Holz, das ist Stahl. Ja. Ja, ziemlich kräftige Finger, muss ich sagen. So. Ich kann es abkratzen, aber es ist immer so ein bisschen. Ja, komm, dann mache ich nichts. Wenn dort Tier sehr Ruhe will und da ist ein Tier drauf, ja, dann lassen wir das. Ja. Ja, ist das in Ordnung. So. Ja.
Jetzt haben wir den Nebel. Gut, Bruchtest machen kannst. Du musst schon stabile Finger hin, dass du das Material brechen kannst. Ja, so die Klausen, das Tigerkralle. Ja, das kommt vom Tigerbranger-Kung-Fu, wo ich gelernt habe. Ich hätte aber nicht mehr gedacht, dass meine Finger nur so kräftig sind und stabil für so eine Geschichte. Gut, das Baumlager war letztes Mal so eingefallen. Schade, dass es nicht mehr aufgebaut worden ist. Oh. So. Schade, gell? Es wirkt auch hier ein bisschen gruselig, aber ich bin da jetzt stabil unterwegs. Ja. Das ist das andere Baumlager. Ja. Wir haben schon 11 Minuten. Wie so gesagt, das alles sieht so anberaumt schön aus. Da willst du eigentlich quasi auch nicht ausschalten, wenn es immer schöner wird, sondern hast du einmal eine halbe Stunde oder 20 Minuten, wo filmst. Hauptsache die Schönheit vom Wald ist dabei. Das andere Baumlager ist ja schon perfekt, aber das ist ja noch perfekter da unten. Ja. Das müssen die Meister am Werk gewesen sein, wo sowas gemacht hat. Ja. So. Das sieht stabil aus. Wie gesagt, da waren wir schon und ich weiß auch, dass es da ist. Boah, ich denke, da ist ein Tier drin oder so. Aber das hat auch ein paar Witterungen durchleben müssen. Das ist auch nicht mehr, da ist die Außenwand eingebrochen, finde ich schade. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Da tut mir ein bisschen mein Herzblut, weil das haben ja mit Herzblut zusammen geschaffen. Aber das, wenn der Sturm, das kannst du nicht heben, dass sowas auch zusammenbricht. Ja, schade, schade. Ich wäre gerne eingelaufen, aber ja. Schade, finde ich echt schade. Ja. Also ja, ich kann schon hart schlagen. Dabei das halt auch mit nackten Füßen, dabei das halt mit Schuhen ein bisschen leichter ist. Ja, wenn du jetzt auf reales V eingehst, dann ist ja vieles mit Schuhe. Und man soll beide versuchen zu lernen, zu üben. Also mit nackten Füßen und mit Schuhe. Ja. Weil wenn du nur mit nackten Füßen trainierst, dann ist das Gefühl auf der Straße mit Schuhe und die anderen. Aber ich habe gesagt, ich hau hart zu. Ja, falls man da beim letzten Bruchtest was unterstellt wird, der Stolz war trotzdem hart. Ja. So. Aber die, die wenigstens am Internet sagen, schreit am meisten. Ja. Aber ich habe gesagt, die haben nie nachgestellt, als wäre der Superheld, sondern. Das ist schon realistisch zu mir selber. Ja. So. Der Bach, das ist immer so idyllisch da hinten, finde ich. Weiß nicht, ob ihr die Wald ist, mein Tod schon noch feiern, die feiern so übelst. Erstmal möchte es mir selber Spaß an der Wald zu gehen. Ich freue mich schon, wenn ein Film irgendwo Waldlandschaft auftaucht. Dann möchte es nur mehr Spaß haben, in den Wald zu gehen und Momentaufnahmen zu machen, als Erinnerung und ich was zu zeigen. Und das ist so herrlich. Also der Atemraum, der Atmosphäre mit dem Nebel, mit dem Moos und mit dem Wald und mit der Erde und so, das ist schon schön. Das kannst du dir nicht vorstellen, dass das so einer so malen kann. Also das ist wirklich perfekt. Ja. Natürlich, zum Beispiel kannst du da auch fürs Taekwondo oder so oder für andere Stile einen super Parcours aufmachen.
die Kamera mal so aufstellen kann, dann kann man ein bisschen ein paar Kuhlaufs zeigen, weil du schon an Ort kannst auch bedingerlos meine Kamera stehen lassen. Ja. Let's go! Ach, sollen wir mal noch mal? Hey. Beim letzten noch mal probieren. Ein paar Meter rein sind. Mit der Kunde muss ich noch ein bisschen mehr machen. Aber sonst von der Technik war es okay. Die Zigarre wird auf die Lunge. Junger Vater. Ich wiege auch gerade knapp unter 100 Kilo. Unter 100 Kilo. Gerade 97 oder so. Oder 98. Ich frage mich, ob man weiterlaufen, ob noch ein Baumlager kommt. Aber da kommt auch noch was, echt. So idyllisch, ja. Ich glaube, ich gehe beim Lager. 18 Minuten. Da habe ich eine Kehrt gemacht. Wie gesagt, im Bodybuilding muss ich ja schon Kindergarten kriegen, geleistet, obwohl es auch viel an der Themen ist. Dass du es auch guckst. Bei Biest gucken sie halt, hey, dann nimmst du da der Rühl und ein paar Unterleiter. Sie in der Viehboden drauf hin und war so ein bisschen kindergartenmäßig. Der soll meinen Körper bewerten, das möchte aber nur, wenn der angebliche veganer Fleisch ist und so. Aber was im Bodybuilding schlimm ist, im Kampfkunst und Kampfsport noch schlimmer, der Beef. Und da tut auch jeder dem anderen die Schuld in den Schuh schieben, dass er nichts kann und seine Kampftechnik nichts taugt. Und das hat man ja auch unterschieden, weil er wieder, wo er eigentlich so genau hat, trainiert, einmal in die Dojos gegangen. Also ist ja nicht so, dass ich das alles erlebe von mir im Wald mache, sondern gehe in die Dojos und trainiere ja auch. Und man sieht auch, dass ich mich jedes Mal immer verbessere und fand ich gut, dass das ein Rassel anerkannt hat, fand ich echt ehrenvoll von dem. Und haben den Rassel top gemacht und der andere, wo da gehabt, die ging kein hoher Kick machen, was total Blödsinn ist. Das sage ich jetzt ab jetzt, auch wenn es triggert, aber was juckt der deutsche Eiche das, wenn sie hier so drauf reibt. Also, ja.
Hölle, Junge. Ja? Gut, wenn ein Gegner aus in der Ferne kommt, ja, sagen wir es streetmäßig, ja, und du kannst den Vorfeld abschießen, ja, dann macht es. Ja. Aber die meisten Kämpfe sind gleich im Infight, das mit dem Jung-Techniker. Ja. Gut bist, weil es gleich der Infight ist. Ja. Und aber wenn du am Infight mal das schaffen kannst, einen hohen Kick zu machen, dann hast du den Überraschungseffekt beim Gegner. Ja? Also muss halt halt auch andere Wege akzeptieren. Wenn sie dich zum Ziel führen, dann ist es auch hilfreich. Ja? Gangen ran an die Erde mit dem Clip 10, guter Freund.